Willkommen zurück zu Final Fantasy 14 Online mit den süßen Schnuckelboys. Servus. Wieder am Stissel. So, ja, wir haben das Bestiarium fertig gemacht. Bestiarium, kann man sagen. Haben wir jetzt für beide beendet. Wir sind jetzt Level 35 und können mit den Hauptquesten weitermachen. Ganz genau. Mal gucken, wann... Wie heißt's? Ja, wieder Stopp ist und wir gezwungen sind zu leveln. Ich Mal hoffe wieder. Nicht mehr so krass oft. Ja, wäre toll. So, nächste Quest. Wir dürfen wieder mit dem Typen Schnecksel. Erduard. Nice. Der Name Erduard, ist, okay. Der Name ist ein bisschen hängen geblieben, aber der Typ auch. Und wieder zurückreden. Nice. Ist ja nicht so, als könnten die zwei sich miteinander unterhalten, wenn der eine hier steht oder der andere hinten an der Wand. Übergeben, Mann. Etwas übergeben, das können die nicht. Ja, einfach nur werfen. Der ist rot. Aber wegen was anderem. Ah, der braucht jetzt ein Ornamenthammer. Okay, den kriegt man woher? Mal gucken, wenn wir auf den Namen draufklicken. Aber ich glaube, wir müssen erstmal. Für die Reparatur des kaputten braucht Marquess einen, den du in Campknochenbleich kaufen kannst. So, mehr willst du doch gar nicht wissen, oder? Danke. Oder? Kannst kaufen. Elendiger. Hauptsache irgendeine Scheiße gelabbert. Ich hab gedacht, die beiden gehören zusammen, die beiden Hauptquests. Lauchzwiebelboy. Lass mich doch wenigstens denken, wenn ich da nichts anderes. Lauchzwiebelboy! Liebe? Wer? Lauch. Okay, man kann den hier irgendwo kaufen, dann such mal. Gucken, welcher Spasti den hat. Spasti, wo bist du? Spastiger, hallo. Hallo Spastiger. Hallo. Stimmt hier bei dem, oder? Hier ist an Verkauf. Krämerin. Werkzeuge. Ach, Bronze. Hier, Heiltrank, Ether, Augentropfen, Gegengift. Geht doch, hab oder? Ihn. Hab ihn. Hab ihn. Komm her. Bin hier unten. Bin schon auf das Weg. Wo ist der Lochzwiebelboy? Da ist er. In dieses geh rein, Haus, red Alter. Mit dem Krämer, geh auf Werkzeuge und da ist er ganz oben. Das ist aber eine Krämerin, geht das auch? Nur weil du es bist, geht es auch. Spaß. Nur weil ich falsch rum gelabert habe, weil ich. Nur weil ich mir wieder gelabert habe, ey. So, dann steigen wir wieder auf. Reiten hey, gerne. Gut. Komm her. Auch auf Reittieren. So, Leute, haben wir die Quest gemacht? Ja, du. War ja wieder so schwer. Ja, ich bin noch gar nicht bei dem, Mann. Doch, ne? Jetzt bin ich da. Oh, scheiße, ich hab mit dem Falschen geredet. Ablehnen. Nice. Mit dem muss man. Nexo. Stillen. Da ist der Hammer. Hammer. So, wir können uns irgendwas aussuchen. Natürlich wieder Ausrüstung, mit der wir. Oh, hier was anfangen können. Nice. At least, Alter. Oh, wow. Keine Hauptquest, ne? Cheaten. Gott. Doch. Please. Ah, wir haben immer noch. Stimmt, wir haben eine Quest noch. Spitzmeister. 20. Fängt der Typ einfach an zu labern, das die ganze Zeit. Ja. So, wir müssen. Brauch Werkzeuge für die Reparatur einer Uhr. Besorge in Ulda in der Goldschmiedegilde einen Spitzmeißel und auf dem Saphirstraßenmarkt eine Spitzzange. Okay. Spitzzange. Okay, Ulda. Goldschmied. Ulda, Digga. Ulda. Ulda. U-L-D-A-H. Ah, Ulda. Wo ist denn das? Da ich porte. Nimm das an, gell? Dann ist für dich kostenfrei. Wo hast du das gehabt? Ich bin auf die Quest draufgegangen, dann wurde mir die Karte aufgeploppt. Okay, hab schon verstanden. Ich hab verstanden. Dann war schon der Name. Ich hab verstanden. Kreuzgang hey, in hey, Ulda. Hey. Servus. Okay, Leute, ihr merkt, heute haben wir richtig Bock auf das Spiel, Alter. Easy, Alter. Was ist da los, Mann? So, wo ist die Goldschmiede? Golddingsen schmieden? Goldschmiede ist bestimmt in der Nähe von der Gladiatorengilde. Ach, guck mal, da ist sogar beides. Da haben wir sogar beides. Ist doch süß. Was für beides? Ja, beide Quests. Müssen wir erstmal hier runterlaufen. Machen wir erstmal ein bisschen Speed an. Alter, Digga, hast du irgendwas genommen, warum du jetzt so drauf bist, oder? Was ist bei dir falsch? Hä? Ja? Ich weiß auch nicht, Alter. Noch nicht? Hier unten, ja. Alter. Da, wo ich jetzt hinlauf, ja. Du läufst da ganz anders hin als ich, oder? Heute. Ich muss halt dahin, wo ich hin muss. Alter! Entschuldigung. Ja, gleichfalls. Ja, Entschuldigung, hab ich schon gesagt. Ja, es tut mich so. Sorry! Alter.
Ey, irgendwas. Die Leute könnten meinen. Die denken, wir hätten ein bisschen frische Luft geatmet. Ja, Mann. Alter. Boah, ich bin so high von der Luft da draußen. Ich kann euch eigentlich erst schon mal, wieder. Erstmal wieder ein Zwickel lassen. Was denn? Besänftigen. Ich meine, heute scheint die Sonne, ja. Das heißt für uns. Das heißt echte Gamer. Mein Shorts. Ja, echte Gamer gehen nicht raus. Zocken aber in Shorts. Ja, Mann. Wie, du hast was an? Aber Schatz, willst du nicht draußen ein bisschen spielen gehen? Aber Mama, das Kabel ist doch gar nicht lang genug. Alter, du bist doch kernbehindert. Digga, hast du eigentlich gehört, was ich gerade dich gefragt habe? Nein. Ich habe gefragt, ob du was anhast. Ja. Okay. So ein bisschen Haut und so ein Krieger. Normalerweise grundsätzlich, wenn ich Final Fantasy aufnehme, bin ich nackt. Ich habe meistens so einen Tiger-Tanga an. Okay. Das reibt noch so schön den Arsch rund, weißt du? Geil. Du hast gefragt, macht doch Spaß, Mann. Schon wieder. Ja, natürlich. Weißt du, wenn ich hier nackt auf dem schon halb Ledersitz sitzen würde, ja, würde ich einfach in meiner eigenen Pfütze ertrinken. Mit Marquess sprechen. Marquess. 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 Sag mir, du hättest dich bester Potte. Junge, ich kann nicht mehr. Ich bin geportet, Digga. Ja, Porter hat mich. Oh mein Gott, nehme ich das auch noch an. Also Leute, ich weiß echt nicht, was heute los ist, Mann. Es tut mir leid, dass wir Spaß haben. Eigentlich ist es entgegengesetzt der Prinzipien, ja. Es ist im Vertrag von Square Enix steht geschrieben, ja, ein Paragraph. Spaß ist nicht erwünscht. Aber wir machen es trotzdem, ja. Weil wir so kleine Spaßtiger. Rebellen Jolo sind. Speckle, die Boys sind, okay. Ganz genau. Haben wir auch mal Spaß. Wir müssen jetzt mit Mark Wessel sprechen, Mann. Und Square Enix muss damit leben. Einmal. Und lies jetzt bitte den Kirchenname vor. Sankt Adama Landama. Dein Ernst? Geil, ja. Digga, wir hätten das vorlesen müssen. Und Junge, warte mal. Was die Werkzeuge, Digga? Hier kriegst du Lauchzwiebel, ja, Werkzeug 1 geschenkt, und 2. Alter. Mr. Marquest, Alter. Alter, hast du Marquest? Hast du Marquest für mich? Der Typ, ey. Ich kann nicht mehr. Leute, es tut mir leid, dass wir Spaß haben. Verzeiht uns. Auch wenn wahrscheinlich nur wir lachen und alle anderen denken, wie behindert sind die denn? Was labern die eigentlich schon? Scheiß, egal. Ey, wir haben Spaß dabei. Ja, Mann. Ja. Hauptsache, ich bin gerade an meinem Mikrofon hängen geblieben. Ja? hat man ja gar nicht gehört. Dann ist er gut. Da Elunet. Übergeben. Warum müssen wir uns eigentlich vor jedem übergeben, Mann? Ich raff das nicht. Die ganzen Kackkids draußen auf der Straße im Maul halten würden, würde es mir auch besser gehen, ey. Scheiß Spasti ist wieder vorbeigelaufen, Mann. Naja. Ja? Wo? Naja. Ich hab gefragt, wer. Okay, du weißt, wohin müssen? Ja, geradeaus. Okay, ich folg dir nicht, gell? Also, da wo ich jetzt gerade herlaufe, das ist der falsche Weg. Aber du kannst doch gerne genauso laufen, wenn du willst. Niemals. Ja, eigentlich auch nicht. Jo, der Typ gönnt sich hier auch. Ah, scheiße, er ist rüber geschafft. Oh mein Gott! Ey, da war gerade ein anderer Spieler, der über so einen Zaun springen wollte. Und der hat bestimmt 10-mal gesprungen und jedes Mal hängen geblieben. Nice. Faszinierend, hab ich mir erstmal gegönnt, ey. Ich glaube, der will es so auf jeden Fall versucht haben und er hat's versucht und ich hoffe, der hat's auch nicht geschafft. Mach das jetzt das Zielort, gell? Zielort, Mann, ich wollte warten, bis du da bist, Mann. Ich glaube, du musst auch selbst ausschalten. Ein Kaktor? Boah, nice, Mann, Digga. Nice, oh, weg da. Sonnenküsten-Sabotett. Jo, das hätte uns vielleicht töten können. Alter, du hast gesabbert gerade. Ich hab voll ins Mikrofon gesabbert. Hört man es jetzt noch ein bisschen plätschern? Ja. Nice. Ich könnte schwimmen jetzt. Halt, und du hast 1000 verloren. Ja, Mann. Digga, ich sag doch, geh weg von dem. Ich hab 1000 Schaden. Ja, ich bin noch weggegangen, aber ich war halt immer noch nah genug. Geh weg. Halte ich nicht mehr.
Das mach ich schon. Bender ist so weit. Alter. Das, easy. Ist ins Auge gegangen, auf jeden Fall. Der war voll locker flockig hier. Voll der Süße. Der wollte noch Kuchen mitgeben, aber ich hab gesagt, hey, du, heute hab ich nix Geburtstag. Da hat der gesagt, okay, kein Kuchen für dich. Digga. Kein Problem. Das war eine ziemlich beschissene Story. Ja, aber true story, man. Mate. Ja, aber, weißt du, die truesten Stories sind immer die langweiligsten. Oder die besten. Nein, Mann, lass mal doch. Es war einmal Ende. Du bist dumm, Mann, Alter. Warum kenne ich dich eigentlich? So, weiter geht's. Quest abgeben. Abgehen. Erstmal aufsitzen. Dann dich überholen. Dann abgehen. Hast du toll gemacht mit Überholen. Trolls. Nice. Boom, Alter. Nächste Quest, Leute. Oh, nice. Richtige Speedrunner sind wir. Ja, die langsamsten von allen. Ja, aber ey, wir sind Speedrunner. Darum geht's. Das stimmt allerdings. Der Versuch macht's, mit dem Händler in der Bucht des Abendsterns sprechen. Okay, wo ist der? Sag, wo der ist. Das Tanalan und Rodex. Das Tanalan und Rodex. Okay, ja. Ich, importest du? Dich, hey, hallo, hallo, wohin gehst du? Hallo, oh, der ist geportet. Oh, du musst einfach hier auf Warten drücken. Hab ich gemacht? Ich warte, bis du fertig bist. Nice. Mach das nicht. Du weißt nicht wohin, gell? Ja, bei mir lädt's nicht mal. Jetzt. Folgt dir, gell? Okay. Weil ich echt nicht weiß wohin. Ah, jetzt seh ich's. Hättest du da keinen Port hingegeben? Ich wollte so machen, wie du es immer machst, laufen. Digga. Aber ich weiß es, ne? Du bist so ein Loch. Na gut, du wärst wahrscheinlich schneller jetzt. Und? Bist du wahrscheinlich auch. Egal. Ach. Ja, danke, wir mussten woanders sein. Leute. Du bist jetzt so gelaufen, dass wir mit dem Schiff dahin. Ja, danke. Ich hab's gerade gemerkt. Na gut, wäre wahrscheinlich genauso schnell gewesen oder sogar schneller, aber. Nee, aus du Prinzip hast es recht. Nicht. Aus Prinzip nicht. Aus Prinzip. Mach ich das? Mach ich das nicht? Mach ich das nicht? Okay, Entschuldigung. Hör doch halt mal auf, Spaß zu haben. Also, egal was du machst, mach einfach weiter, aber hör auf, Spaß zu haben. Okay. Kann ich auch, während ich aufhöre, Spaß zu haben? Spaß haben? Du kannst mal versuchen, aber soweit ich gehört habe, funktioniert das nicht. Also wenn du keinen Spaß hast, kannst du, glaube ich, keinen Spaß haben. Okay, Leute. Kein Problem. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe dich gerne aufgeklärt. Zur Spaßtiger-Runde. Und in der nächsten Folge sehen Sie, wie kann man Spaß haben, ohne Spaß zu haben. Alter, du bist... Wo müssen wir drauf? Hallo, wo müssen wir drauf? Ah, da ist einer. Nice. Ich komme. Ich bin da. Ich komme. Ich bin. Ah. Da. Ja, nice. Leichen aufsammeln. 2, 3, 4. Gerne. Alle auf einem Fleck. Ah. Interaction, Alter. Gott, dauert das lang. Danke. So geil, wie die Leichen einfach so richtig ehrenlos hier hinlegen. Ja, ne? Könnten wenigstens noch ein paar Blümchen dran setzen, Mann. Richtig behinderte, Mann. Oder wenigstens die Hälfte zersetzen. Da, okay. Oder komplett die Säure auflösen. Dip. Ja, ich meine, das ist richtig ehrenlos, Alter. Einfach den Leichen eingeben. Also, die hinterste Leiche ging am schnellsten, ich würde sagen. Ah. Oh. Ja, ich glaube, das ist auch weil er der dünnste gewesen ist. Genau. Gewichtsabhängig. Wollte ich doch gerade sagen, Gewicht. Ich weiß. Ich glaube, das ist Gewicht. Ja, Gerd, woanders hin, Depp. Gerd, woanders hin. Wir haben Leichen aufgesammelt und keine Blumen, Mann. Ja, wir geben Blumen ab, weißt du? Ja, danke. Und jetzt darfst du wieder zurück die anderen vier sammeln. Das ist so wieder so eine richtige...
Am besten hätten die es noch gemacht, also, jeden Charakter einzeln tragen. Ja, danke. Am besten noch mit einer schönen Animation, das heißt, wenn du hast den auf dem Arm und läufst dann noch um 75% verlangsamt. Nee, noch besser. Okay. Du kannst jeden Leichnam nur zu zweit tragen, aber derjenige, mit dem du den Leichnam tragen kannst, der muss schon mindestens 10 Spielstunden bei dir in der Freundesliste drin sein. Genau, und er darf die Quest natürlich auch noch nicht gemacht haben. Ganz genau. Das heißt, wenn ihr nur so ein Dreierpärchen seid, hast du halt geschissen. Ja, oh, Digga, das wäre eine. Boah, ich kenne wirklich so MMOs, ne? Wo du Spiele, wo du eine Mission machen musst. Wo die Mission ist zweigeteilt, ist eine Quest. Neben Quests sind das meistens, ja, logischerweise. Ist zweigeteilt. Das heißt, der eine muss halt Missionsteil A machen. Und ein Freund von, also ein anderer, der die Quest mit dir anfängt, muss Missions-Optionsding B machen. Weil ihr euch gegenseitig unterstützen müsst und nur der eine kommt da rein, weißt du, und der andere da rein und so ein Scheiß. Richtig abfuck, Alter, so Quests. Okay. Frag nicht. Ich lade ein, Geld geht auf mich. Okay. Einfach direkt abgebrochen. Könnt ihr selbst porten? Ah, nee, dann nehmen. Nehme ich das mit, das sind 200 Geld, die ich spare. 200? 222, glaube ich sogar. Ich dachte 10 oder so. Ich wollte mich nicht durchschnorren. Ja. Ja, okay, kein Thema. Glaube ich dir, gell, diesmal. Depp. Selbstschuld. Lol. Entschuldigung. Okay, kein Problem. Ich habe mich nicht bei dir entschuldigt. Ich weiß. Danke. Aber ich habe für die anderen geantwortet. Wer sind die anderen, Chris? Deine anderen Persönlichkeiten, meinst du? Du schizophrener Bastard. Nein, lass mich in Ruhe, okay? Ich habe dir nichts getan. Ich hat dir nichts getan. Alter Junge, ich will Gladiator spielen, Mann. Verteidigung plus 91. Geil. Sicker. Schietau. So, wo nein, Mann, dürfen Digga, wir... Leute, wir müssen da runter jetzt. Okay, das wird wieder ein Weg, aber Leute. Weit. Das wird ein Weg zum Wandern, glaube ich. Wir können währenddessen im Arsenal gucken, ob wir da neue Sachen haben. Aha, klar. Mach das mal. Ja, bin dabei, ja. Ich nicht. Bin dabei. Ja. Okay, wenn du das so willst, dann komm doch einfach. Okay.